Jo, Mahlzeit, Freunde und Erstbesucher. Ich war wieder am Samstag unterwegs für euch. Und falls euch das Video gefallen sollte oder ihr mehr von mir sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, lasst mir gerne ein Abo da und den Rest zeige ich euch nach dem Intro. Jo, moin, Freunde. Ich habe meinen ersten Fund schon für heute gemacht. Ja, der Marcel ist natürlich wieder dabei. Wir gehen jetzt mal bei der Trabrennbahn mal gucken, wen wir noch alles treffen. Ist halt so ein üblicher verdächtiger Flohmarkt, ne? Vor ein paar Wochen haben wir den Klaus hier getroffen, den Marvin haben wir hier getroffen von Marvelous Marv. Den Sven, den trifft man immer wieder hier. Wir schauen mal, was hier zu holen ist. Wir fahren gleich auf jeden Fall noch zum SMS Business Park. Da war ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr und da bin ich mal sehr gespannt, ob wir da irgendwie was finden, ob der Flohmarkt überhaupt was ist. Bis später. Mahlzeit, Freunde, hier bin ich wieder, euer Hometown Retro. Ich war diese Woche samstags auf dem Flohmarkt, weil wir immer einmal im Monat ein kleines Familientreffen haben. Und das war gestern der Fall. Und samstags abends halt. Und dann lasse ich immer gerne den Sonntagsflohmarkt ausfallen, weil das immer ein bisschen länger wird. Und da wird schön gequatscht. Man tauscht sich aus, was so passiert ist so im Laufe der Zeit. Man ist immer ein bisschen von der Arbeit eingebunden. Ja, das dazu. Deshalb war ich diesen Sonntag nicht auf dem Flohmarkt. Ich war aber dafür Samstag auf dem Flohmarkt. Ich habe die Flohmärkte in Mönchengladbach, die City-Flohmärkte mitgenommen. Einmal an der Trabrennbahn und einmal bei SMS Meer. Ich bin um 5:31 Uhr losgefahren. Ich habe mich um 6 Uhr mit Marcel an der Trabrennbahn getroffen. Sind dann auch direkt losgegangen. Und zwar habe ich direkt am ersten Stand. Das ist wieder sehr PlayStation-lastig heute nach dem super, super Schnapper von letzter Woche mit 10 SNES-Spielen für 30 Euro, da kommst du schnell, glaube ich, nicht mehr ran. Und zwar habe ich an diesem Stand dann einmal ein PlayStation 2 Spiel gefunden. Der Herr wollte erst 4 Euro haben. Und zwar habe ich einmal Worms 3D gefunden. Ich habe Worms World Tour schon hier. Habe dann mit dem Mann weiter verhandelt. Es war ein bisschen zäh, die Preisverhandlung. Und zwar wollte der Herr 4 Euro pro PlayStation Spiel haben. War aber nichts weiteres bei als dieses Worms 3D, was ich mir unbedingt mitnehmen wollte. Hab den Herrn dann gefragt, können wir 2 Euro machen? Ja, 2 Euro ist mir ein bisschen zu wenig, war dann auf 3,50. Ich habe dann gesagt, können wir 3 machen? Und dann hat der Herr gefragt, ja, sammelst du denn selber oder verkaufst du die Spiele weiter? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin selber leidenschaftlicher Sammler. Habe ihn dann kurz von meinem YouTube-Channel erzählt, habe ihm dann auch ein bisschen was gezeigt und der war hellauf begeistert, dass Leute sowas machen. Im Endeffekt habe ich dann Worms 3D für 3 Euro mitgenommen. Fand ich richtig gut. Ja, dann bin ich mit Marcel weitergezogen und dann waren wir wieder am typischen Stand und zwar zwei jüngere Frauen haben Kinderklamotten verkauft und PlayStation-Zeug verkauft. Und zwar haben wir dann drei schöne Titel gefunden und zwar einmal für die PlayStation 4 Final Fantasy Typ 0 HD. Ich hatte die Spiele in der Hand und habe die Frau dann gefragt, was wollen sie denn pro Titel haben? Unglaublich, und die Frauen wollten 3 Euro pro PlayStation 4 Titel haben. Dann einmal A Sith's End komplett.
und einmal endlich The Last of Us. Ich habe euch erzählt, ich bin irgendwie verzweifelt einen PlayStation 3 Controller hinterher am Laufen. Und ich hatte ja den weißen PlayStation 3 Controller gefunden, aber leider Gottes habe ich Depp den fallen lassen und ist kaputt gegangen. So, jetzt habe ich endlich The Last of Us für die PlayStation 4. Endlich kann ich es spielen, endlich kann ich streamen für euch. Im Endeffekt wollten die Frauen dann 3 € pro PlayStation-Titel haben. Konnte die Frau auf 8 € runterhandeln. Das kleine Problem war aber, es war schon relativ früh. Ne? Wir hatten kurz nach 6, die Frauen hatten leider nicht so viel Kleingeld dabei. Ich hatte auch nur einen Schein und bin dann wie ein Irrer über den Flohmarkt gerannt zu jeder Kaffeebude, damit die Kollegen mir Geld tauschen. Ja, ich habe das Geld dann getauscht, hatte keine große Hoffnung mehr, dass die Spiele überhaupt noch da sind. Aber die Frau, so gut cool wie die war, hat mir die 3 Spiele dann zurückgelegt. Ich habe gesagt, ich gehe schnell Geld tauschen, komme sofort wieder. Ich hatte keine große Hoffnung, dass die Spiele noch da waren, weil es ein bisschen gedauert hat, bis ich das Geld wechseln konnte. Im Endeffekt habe ich die 3 Spiele dann für 8 € mitgenommen. Ich finde, das war ein super Deal. Ja, dann kommen wir zu einer kleinen Kuriosität, die ich gefunden habe, und zwar bei einem Entrümpler. PlayStation 2 Spiele habe ich gefunden und ich hatte Bock auf ein Sportspiel und habe dann erstmal hier dieses NHL 2004 rausgefischt. Und ja, das ist nichts Besonderes. Ich hatte aber Bock mal drauf, weil ich wollte mich auch mal ein bisschen mit dem Eishockey auseinandersetzen. Ich spiele auch ein bisschen ab und zu mal Basketball und Football spiele. Ich mag diese American Sportarten oder Dart oder so. Gibt es ja sämtliche Spiele von auf der PlayStation 2. Hab mir dann das Eishockey rausgepickt. Hab dann gefragt, ja, was sollen die Spiele kosten? Ja, 1 € das Stück. Und hab dann weitergesucht. Und zwar habe ich die super cool, die Mike Tyson Heavyweight Boxing Promotion Disc gefunden. Das ist eine Limited Edition, not for resale. Promotion Discs, ne, das habt ihr vielleicht beim Gary und beim Reem Videos gesehen. Die Promotion Discs, die sehen aus wie so Demos. Da ist aber ein vollwertiges Spiel drauf. Und die wurden, glaube ich, meiner Meinung nach an die Presse verschickt, damit die ihre Berichte darüber schreiben kann oder Spieletester. Und ja, darum auch nicht für Resale und können ihre Berichte darüber schreiben. Dass das vollwertige Spiel raus ist, hat nur die Promotion Discs. Super cool, habe ich sehr gerne mitgenommen. Voll geil. Ist zwar nicht der tollste Titel, aber es ist eine Promotion-Disc und die bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung, weil ich glaube, die findet man nicht mehr so schnell. Hab da ein NHL 2004 und einmal die Promotion-Disc von Mike Tyson Heavyweight Boxing für 2 € mitgenommen. Kann man nicht sagen. Ja, dann haben wir den Sven wieder getroffen, da habe ich mich tierisch drüber gefreut und haben kurz mit Sven geschnackt und unter anderem habe ich dann mit Sven, weil mich manche Leute angeschrieben haben, habe ich den Sven gefragt, hör mal Sven, mich haben ein paar Leute angeschrieben, die würden gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Wäre das in Ordnung, wenn ich dich da irgendwie mal in mein Video einblende mit Telefonnummer? Hat der Sven gesagt, klar, ist gar kein Problem, hör mal, ne, mach ruhig. Ja, und die Karte blende ich euch jetzt mal kurz ein und dann könnt ihr euch die Nummer notieren oder auch die E-Mail-Adresse und könnt den Sven dann gerne mal kontaktieren und die blende ich euch jetzt mal kurz ein. Ja, das zum Sven, Leute. Also der Sven, der kauft auch Spiele an. Ne? Ihr könnt die Spiele da auch im Eintausch geben und kauft die Spiele an und hat super faire Preise, super, super, super Zustände, Leute. Also ich habe auch schon viel beim Sven gekauft und wie gesagt, Zustände her, Preis her, einfach top. So, Sven hat mich wohl darum gebeten, Leute, bitte denkt dran, bitte über WhatsApp. Ne? Also terrorisiert ihn bitte nicht mit Anrufen. Checkt über WhatsApp den Sven mal ab und schreibt ihn gerne an, ob wenn ihr was sucht, das dazu. Ja, das war dann der Trabrennbahn-Flohmarkt und wir sind dann weitergefahren nach SMS Meer und sind da angekommen und der war größer als ich gedacht habe. Ich war längere Zeit nicht mehr da, also da waren schon so 20, 25 Stände. Für einen Samstag ist das schon ganz okay und für so einen kleinen Stadtflohmarkt fand ich das super cool. Ja, dann sind wir rumgegangen und hab dann erstmal nichts gefunden. Dann haben wir einen Kollegen getroffen, auch einen Sammler, Simon, Grüße an dich. Der hat mir dann gezeigt, was er gefunden hat für 15 €. Da waren wir leider zu spät. Und zwar hat er dann für 15 € ein Resident Evil 7 gekauft und ein Crash Bandicoot war da noch bei. Und was war noch dabei? Crash Bandicoot, ein Resident Evil 7. Auf jeden Fall 4 Top-Titel und 15 € hat er bezahlt. Super cool. Ich weiß nicht, was los ist mit den PlayStation 4-Spielen. Irgendwie werden die verschleudert wie warme Semmel im Moment. Woran es liegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, haben wir da leider nichts mehr gefunden. Wir sind dann nochmal zurück zur Trabrennbahn gefahren, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte. Ich musste erst um 8:30 zur Arbeit fahren. Und haben dann in der letzten Runde, da war dann eine neue Frau dazugekommen. Und zwar habe ich mir für meine Turtles-Sammlung dann was mitgenommen. Und zwar einmal für die PlayStation 2
Teenage Mutant Ninja Turtles. Hier komplett. Voll cool. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, das letzte Turtles-Spiel, was ich gespielt habe, das war auf auf dem Gameboy. Und einmal Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Me-Li. Das ist so ein bisschen mehr so eckiger Anime-Style, wie es aussieht, ne? Das Artcover gefällt mir sehr gut. Und das ist alles ein bisschen sauberer und dunkler gezeichnet. Einmal Teenage Mutant Ninja Turtles und Teenage Mutant Me-Li. Das ist mehr so der Anime-Style und das ist alles ein bisschen dunkler gehalten. Da freue ich mich sehr drüber. Zwei Turtles-Titel, habe 4 € dafür bezahlt für meine PlayStation 2-Sammlung. Sehr geil. Ja, und dann kommen wir zum absoluten Kultspiel für meine PlayStation 1. Konnte ich nicht dran vorbeigehen, ist auch ein schöner Zustand, konnte ich echt nicht liegen lassen. Und zwar hat mich dann das Moorhuhn angelacht für die PlayStation 1. Hab die Frau gefragt, was wollen sie dafür haben? Ja, ich hätte gern 2 €. Habe ich mitgenommen für 2 €. Einmal Moorhuhn, komplett für die PlayStation 1. Freut sich meine PlayStation-Sammlung auch wieder, ist ein sehr schöner Zustand. Freut meine PlayStation 1 Sammlung auch wieder, dass da noch ein Spiel zugekommen ist. Einmal Kultspiel Moorhuhn. Sehr cool, da freue ich mich drüber. Ja, Leute, das war unser Flohmarkt für den Samstag. Wie gesagt, nächste Woche geht es wieder Sonntag los. Nächste Woche sind wir in Aiken auf dem Stadtflohmarkt in der Fußgängerzone. Und da freuen wir uns auch schon drauf, weil da absolut gar keine Händler da sind. Nur Privatleute und die Aikener Innenstadt, die ist eigentlich relativ groß. Und da werden wir nächsten Sonntag hinfahren und da freue ich mich jetzt schon drauf. Da habe ich mal einen Game Boy Advance für 5 € gefunden. Also da bin ich sehr heiß drauf. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Ich bin Sonntag wieder für euch unterwegs. Wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich. Wir sehen uns Sonntag, Leute. Ich bin raus. Euer Hometown Retro.